Manchmal ist das so, manchmal auch nicht oder es kommt auch mal anders. Hallo und herzlich willkommen bei uns hier im Dschungel. Ja, meine Lieben, wir gucken uns das eine oder andere an. Einmal die Alocasia Sabrina. Nach wie vor wächst hier wunderbar ein schönes, kräftiges Blatt ausgebildet hier. Und die Papaya ist dieses Jahr sehr wenig gewachsen, aber sie besteht noch. Sie sah schon mal schlimmer aus, wir hatten sie gemeinsam umgetopft und seitdem geht es ihr wieder richtig gut. Das ist soweit okay. Wir haben hier stehen etwas Kleines, klitzekleines, was wir selber herangezogen haben. Und zwar ja, ein Weihnachtskaktus aus Samen damals. Also wir hatten zwei Pflanzen gehabt, eine weiße und eine so eine ja, leicht pinke. Und so wie es aussieht, sind auch beiderlei in dem Sinne wieder gekommen. Durch Samen vermehrt, wohlgemerkt. Ne? Ja, ist eine interessante Sache, dass es funktioniert hat, sie durch Samen zu vermehren. Man muss sie natürlich bestäuben jetzt, ne? Gegeneinander, miteinander in dem Sinne. Dann bilden sich Samen und das dauert viele Monate, bis dann die Frucht so prall und gefüllt ist, dass man dann tatsächlich die Samen rausholen kann. Ich weiß gar nicht, wie lange war das damals, ein halbes Jahr oder so. So in etwa könnte das gewesen sein. Ne? So, also wir haben sie tatsächlich auch zum Blühen gebracht. Tolle Sache, muss ich sagen. Wie habe ich sie zum Blühen gebracht? Ich habe sie ins Badezimmer gestellt, wo wir keine Zusatzbeleuchtung haben. Da ist es etwas kühler als hier in den Räumen, logischerweise, weil im Badezimmer stehen keine exotischen Pflanzen, außer ich manchmal. Und dort sind die Tage auch kürzer. Jetzt bedingt halt ne, durch den Herbst in den Winter hinein. Und vor zwei Wochen ungefähr hat sie angefangen zu blühen. Also diese etwas kühlere Phase, ganz kalt ist natürlich nicht im Badezimmer, aber doch so, ich würde sagen, hier haben wir jetzt ungefähr, ich schätze 21 Grad, im Badezimmer vielleicht 17, 18 Grad, so im Schnitt. Und wie gesagt, kurztags in dem Sinne. Und das hat sie angerichtet, tatsächlich Blütenknospen auszubilden. Sie mag es allerdings nicht, trocken zu werden jetzt. Ich habe sie einmal trocken werden lassen, hat sie zwei Blütenknospen sofort abgeschmissen. Also die, ich sag's mal so, die Blüten sind sehr filigran und fein und die brauchen Wasser. Wenn die zu wenig Wasser bekommen, dann ja, werden sie halt schlapp, fallen ab und auch die Blüten fallen dann ab. Und von daher sollte man da schon drauf achten. Ich habe sie dann auch wärmer gestellt, hier in den Raum hinein dann und mit sehr wenig Licht. Die steht im Fußboden unter den Pflanzen hier, also nicht in voller Pracht, Sonne in dem Sinne, sondern tatsächlich relativ wenig. Ich kann mal gucken, ob ich das mal ein bisschen näher dran kriege hier. Kriegen wir das hin? Ungefähr, ne? So ein bisschen wenigstens. Also wunderhübsch und vor allen Dingen, wie gesagt, wenn man sie selber vermehrt hat aus Samen, das ist schon eine ganz tolle Sache. Ne? Das macht also gleich viel mehr Spaß, als wenn man sie gekauft hat. Auf jeden Fall. Ganz tolle Sache. Gut, Vermehrung jetzt durch Stecklinge, ganz einfach. Ne? Einfach so kleine Stücke abmachen hier, so zwei bis drei Blättchen, am besten drei. Und dann einfach ins Substrat stecken, in der Erde, ins Wasser, whatever. Bewurzeln lassen, hast du neue Pflanzen. Ne? Ja, okay. Ich lasse sie erstmal wachsen. Mal gucken, wie es damit weitergeht. In dem Sinne. So, jetzt stelle ich sie wieder runter. Denn ich habe noch etwas hier. Etwa auch, ja, siehst du, hat auch schon zwei Blütenknospen abgeschmissen, ne? Bedingt dadurch, weil sie halt einmal richtig trocken werden lassen. Das war nicht so gut. Wir haben etwas hier drin stehen, das steht eigentlich nicht hier drin. Und zwar eine Orchidee, eine Phalaenopsis. Die haben wir schon, ja, sehr lange. Das ist ein Spezi. Sieht jetzt unscheinbar aus, weil sie jetzt gerade nicht blüht. Aber das Ding steht hier in der Holzkohle. Ja, man mag es nicht glauben. Es hat funktioniert. PH-Wert und so weiter weiß ich jetzt nicht. Das messen wir ein andermal, wenn wir wieder im Arbeitsraum sind. Auf jeden Fall weiß ich schon, dass hier die Holzkohle keinen Wert mehr hat, in dem Sinn, dass die den pH-Wert erhöht, was die Holzkohle im Normalfall tatsächlich macht. Also eigentlich Holzkohle gar nicht geeignet für Orchideen in dem Sinne. Aber es hat dann auf Dauer irgendwann doch funktioniert. Immer wieder mal spülen mit reinem Wasser, ganz leicht nur düngen, also wirklich sehr, sehr wenig düngen und dann funzt das. So, sie stand bei uns im Arbeitsraum, also auch warm, dort haben wir mit Sicherheit 21 Grad. Und dann habe ich gesehen, dass, wie gesagt, sich lange Zeit nichts getan hat. Sie hat auch keine Blüten mehr ausgebildet, jetzt bestimmt schon ein halbes Jahr. Und dachte ich mir so, jetzt stellst du einfach mal bei uns im Flur. Also nicht in kalten Flur, sondern schon warm, aber da sind es auch nicht mehr wie 20 Grad, eher etwas drunter. Aber wenig Licht. Sie bekommt zwar so aus der Ferne von so einem Fenster, was das ist, bekommt sie etwas Licht bestrahlt, aber dort ist keine Zusatzbeleuchtung. Also auch kurz tags in dem Sinne.
Und seitdem ich das gemacht habe, das ist jetzt ungefähr eine Woche her, fängt sie an, neue Wurzeln auszubilden. Das ist sehr interessant anzusehen. Auch das zeige ich mal ein bisschen näher. Please just wait a moment. Das Ganze sieht jetzt so aus. Also hier im oberen Bereich, ich weiß nicht, ob man das so richtig erkennen kann, da oben, ne, dort kommen lauter kleine neue Wurzeln jetzt raus. Und das eben, seitdem ich sie jetzt umgestellt habe. Ja, und jetzt warte ich noch, ich schätze noch 2 Wochen ungefähr, vielleicht auch 3 Wochen oder auch 4 Wochen, ich weiß es nicht genau, bin ich ganz ehrlich. Und dann stelle ich sie wieder warm. Und dann hoffe ich, dass sie wieder anfängt zu blühen. Ich zeige dir mal eben, wie das hier im Topf aussieht mit den Wurzeln. Das sieht also nach wie vor richtig klasse aus, ne? Richtig schöne, knackige Wurzeln. Also das ist ein ganz tolles Phänomen, muss ich sagen, dass das also wirklich auch in der Holzkohle funktioniert. Ne? Ein Just-for-Fun-Projekt, hier mit Docht drin, dementsprechend damit hier Wasser rausgeholt werden kann aus dem Reservoir. Aber da sollte man wirklich, wenn man sowas in Holzkohle macht, ein paar Mal spülen. Also. Und auch den pH-Wert immer wieder mal kontrollieren. Das ist schon ganz wichtig. Aber hier ist es jetzt ein Selbstläufer, aber wie gesagt, die Holzkohle ist ausgelutscht. Man könnte rein theoretisch Holzkohle, es ist also Buchenholzkohle, eine ganz normale Grillholzkohle. Also keine Steinkohle, sondern Buchenholzkohle, Grillholzkohle in dem Sinne. Man könnte Grillholzkohle jetzt, sag ich mal, einfach irgendwie einen Topf packen mit Löchern drin, also einen Blumentopf, einen großen beispielsweise, kippst die Holzkohle rein und lässt sie einfach draußen stehen, im Regen. Wie lange, weiß ich nicht, vielleicht ein halbes Jahr, also von jetzt bis zum Frühjahr zum Beispiel vielleicht oder bis zum Sommer. Und dann machst du einfach mal einen Test, nimmst ein bisschen Holzkohle, gießt ein bisschen Wasser rein und misst mal so eine Zeit lang den pH-Wert, wie er sich da zeigt und entwickelt. Aber bitte dann nicht mit Leitungswasser gießen, zumindest bei uns nicht. Wir haben pH-Wert 7,5+, das bringt dann gar nichts, weil dann hast du sowieso wieder einen hohen pH-Wert. Also das ist schon eine interessante Sache, dass man die Holzkohle so tatsächlich auch regulieren kann. Und das Schöne bei der Holzkohle ist, sie hat ja so also eine Struktur in sich. Dann muss ich das vorstellen, das Holz ist ja nicht verbrannt, sondern alles, was drin ist, ist herausgegast im Prinzip. Und dort sind ganz viele Millionen kleine Poren drin, ne? Und dort wird viel gespeichert. Also an Nährstoffen, an Nährsalzen, aber auch Kalk. Dementsprechend, wenn man mit Kalk zugießt, ne, speichert sich das auch da drin. Und deswegen spricht man auch vom Garten von aktiver Holzkohle. Ja, aktivierte Holzkohle im Prinzip, das ist also Holzkohle, die in Verbindung mit beispielsweise Jauche, Kompost, Mist oder whatever gebracht wird und sich dort volltanken kann mit Nährstoffen und dann im Garten ausgebracht wird. Das ist also aktivierte Holzkohle im Prinzip, wo da Nährstoffe drin sind, wo nichts mehr eingelagert wird, sondern was abgegeben wird dann an die Umgebung im Prinzip, ne, und dementsprechend Nährstoffe für die Pflanzen, die dort wachsen. Und der Vorteil ist auch, wenn gedüngt wird bei der Holzkohle, beispielsweise jetzt im Beet, ne, wenn du düngst deine Pflanzen, die Holzkohle speichert das Ganze. Nicht das Ganze, Quark mit Soße, ein Teil davon wird gespeichert, so viel wie sie aufnehmen kann dann halt. Und wird jetzt in der Umgebung die Konzentration der Nährstoffe weniger, weil die Pflanze das alles rausholen aus der Erde, dann gibt die Holzkohle das in die Erde wieder ab. Ne, gibt so einen kleinen Ausgleich, sagen wir mal. Und das ist eine ganz tolle Sache bei Holzkohle. Für den Garten auch. Ne? Und oder aber auch tatsächlich, wenn man sich Erden mischt. Wir brauchen das nicht, wir machen ein Mineralsubstrat, da brauchen wir das alles nicht. Von daher ist es auch einfacher zu regulieren für uns. Aber wenn man Holzkohle mit einmischt, da gibt es halt so ein paar Sachen, die man berücksichtigen sollte, weil es ist halt ein Speicherorgan. Ne? Da muss man sich gedanklich über alles Gedanken machen, in dem Sinne, was da passieren kann, wenn man Holzkohle in die Erde oder ins Erdsubstrat mit reinbringt. Es hat Vorteile, es kann aber auch Nachteile mit sich bringen. Wie gesagt, es speichert. Gibt dementsprechend auch ab, je nachdem, was halt gerade gegeben ist. Und auch vor allen Dingen, wie viel Feuchtigkeit da ist. Ne? Das wollen wir nicht vergessen. So, das nur nebenbei, jetzt fange ich an zu schwafeln. Als nächstes würde ich sagen, gucken wir uns eine Monstera an. Und zwar das Schätzchen da, denn das hatten wir vor kurzer Zeit zurückgeschnitten. Da hatten wir ja Stecklichs von gemacht. In der Hoffnung, dass wir da aus den Teilen was Interessantes herausbekommen. Was da genau herausgekommen ist, weiß ich noch nicht. Wir sehen zwar schon einen Austrieb, aber da kommt auch ein andermal zu, weil das ist auch im Arbeitsraum jetzt. Aber hier steht halt die Mutterpflanze und dort scheinen wir Glück gehabt zu haben, was den Austrieb, der sich jetzt entwickelt, angeht. Und das gucken wir uns jetzt natürlich auch an, denn das ist eine ganz spannende Geschichte. Ja, okay.
Da unten steht der Weihnachtskaktus. Ja, siehst du wohl, ne? Haben wir auch was Blühendes hier im Raum. So, jetzt hoffe ich, dass die Belichtung passt. Hör mal auf. Wir gehen jetzt einfach mal drauf zu... Das ist übrigens auch ein Alocasia Sabrina. Das Blatt sieht nicht ganz so gut aus. Hat ein bisschen Nährstoffmangel hier. Aber das haben wir schon behoben. Das neue Blatt hier, das sieht schon wieder richtig gut aus. Hör mal auf. Dann hüpfe ich einfach mal hier drüber. So, das ist das Schätzchen. Ich fange mal unten an, würde ich sagen, dieses Mal. Da unten steht sie im Topf. Ist jetzt vielleicht ein bisschen dunkel, aber ne, da unten. Wo ist mein Finger? Da unten. Ne. Es sind zwei Pflanzen übrigens. So, guck dir mal die Luftwurzel an, die hier in der Luft wachsen. Lol. Luftwurzel in der Luft. Da kommt hier das lange Ding. Heftig, heftig, heftig. So, jetzt kommen wir zum Cut. Cutting? Cutting ist ja nicht da, aber der Cut, genau, die Schnittstelle, bup, da ist sie. Ja, also, hier ist ein panachiertes Blatt und darüber haben wir das Ganze abgenommen. Ja, dummerweise ist er von hinten ausgetrieben, da können wir jetzt nicht wirklich hingucken. Aber wir scheinen Glück gehabt zu haben, denn es ist auf jeden Fall eine Panachierung. Es ist also definitiv eine weiß-grüne. Und ich mal gucken, das Blatt hier, die Blatthülle, ob ich die so ein bisschen wegkriege. Ja, ups, sorry. Pass mal auf, ich zoome das mal ein bisschen näher dran, dass man das besser sehen kann. Och, Gemini. So, guck mal. Ja, da ist schon so ein Triebstück rausgewachsen und jetzt wird sich das erste Blatt bald entwickeln. Und wie wir sehen, tatsächlich panachiert. Also da haben wir echt Glück gehabt. Tolle Sache, muss ich sagen. Weil manchmal kann es auch Pech haben, da kommt die Pflanze grün raus. Denn das hier ist die zweite davon und die ist ja tatsächlich grün. Die haben wir jetzt auch nicht zurückgeschnitten, weil ansonsten wäre diese hier nämlich auch genauso hoch wie die jetzt hier. Die macht da oben schon wieder ein neues Blatt, sehe ich gerade. Der ist jetzt Ende Gelände. Ja, weiter geht's nicht. Aber ich lasse sie einfach. Ich lasse sie einfach machen. Mal gucken, was wir dann, inwieweit wir die Pflanze dann in welche Richtung bringen. Vielleicht entscheidet sie sich auch selber in irgendeine Art und Weise, sich zu lenken. So, okay. Sorry, meine Güte. Holla die Waldfee, sag ich dir, du. So, die Vanillepflanze ist da ausgetrieben. Und das Stück ist jetzt wieder nachgewachsen. Blätter sind auch relativ groß schon, muss ich sagen. Sieht aber kräftig aus. Hier habe ich auch Ewigkeiten gar nichts nachgemessen. Aber wenn wir uns die Pflanze angucken, die sieht gut aus. Ne? Also, ja, vielleicht sollten wir doch mal checken wieder. Ich weiß, ich hatte letztens schon gesagt, wir müssten mal wieder checken. Müssen wir eigentlich wirklich, weil es gibt auch so ein paar Kandidaten, in denen geht es gerade nicht so gut. Das ist halt so. So, der Philodendron. Oh mein Gott, das ist auch ein Monster geworden. Der hat sich jetzt schon hier rumgelegt. Da ist der Topf. Eigentlich stand er so. Jetzt liegt er so. Jetzt liegt er hier auf der Ananas. Aber das macht nur Onyx. Die kommt sowieso nicht aus dem Quark. Also ich glaube bald nicht mehr, dass die noch irgendwie eine Blüte ausbildet. Die ist jetzt bestimmt schon 3 Jahre alt. Aber nun ja, so ist das halt. Machst du nix. So. Ja. Jetzt gucke ich gerade, was vielleicht noch wichtig wäre. Mir fällt jetzt so gerade nichts ein. Die Geschichte kennen wir da. Das ist soweit in Ordnung. Ja, genau, die Begonia hier. Die Begonia Conchifolia. Ja, also da... Och Mann, ich sage dir, du. Pass mal auf, ich nehme mal eben die Angustatum, die Syngonium da raus. Die Syngonium Angustatum, komm du mal raus da. Och, die wächst auch so klasse. Aber das ist so, ne? Das eine wächst wie verrückt und das andere eben nicht. Ne? So. Mal gucken, ob ich das alles abkriege hier. So, jawohl. Pass mal auf. Dann schiebe ich dir mal ein kleines Stück rüber. Ist da noch irgendwas dran gewachsen? Oh, ich sage dir, da kommen auf jeden Fall schon mal kleine Blättchen. Das ist schon mal schön. Ja, ich würde sagen, das Ding, das muss aber echt jetzt mal... Pass mal auf. Das machen wir im nächsten Pflanzenfilm. Ne? Das halten wir jetzt einfach mal fest, dann holen wir uns die ins Arbeitsraum, weil hier drin kann ich das jetzt nicht machen, das ist mir zu viel Hampelei für mal eben kurz gemacht, von daher warten wir damit noch. So, dann die Frydeck, die Alocasia Micholiziana Frydeck, bekommt gerade ein neues Blatt, mal gucken, ob wir da hingehen können. Ja, können wir schon, ich meine, blöde Frage, ist manchmal nicht so hoch, ne? So, hier die Papaya nochmal kurz gezeigt, also sieht gut aus, kräftige Farbe. Die hatte mal vor kurzem rumgezickt, aber mittlerweile geht's wieder. Also, das sieht schon mal klasse aus. Ich bin auch eigentlich ganz froh, dass sie nicht so gigantisch wächst, weil die letzte, die wir damals hatten, die musste ja nach draußen, die ist dann kaputt gegangen. Und von daher darf die ruhig ganz langsam wachsen. Lass dir schön Zeit, also musst dir nicht hier Vollgas geben. So, sie bekommt wieder ein neues Blatt. Tada! Und sie steht mittlerweile auch richtig straff da. Ne? Unten sind noch ein paar Blätter, die hängen noch. Die werde ich auch mal wieder abnehmen bei Gelegenheit, denn auch hier ist es so...
jetzt wurschtel ich hier im Gemüse rum, dass hier schon ein richtig schöner Trieb gewachsen ist. Ne? Das sieht schon klasse aus und umso stabiler wird die Kiste dann auch. Damals war sie so wabbelig gewesen, dass ich sie anbinden musste, aber mittlerweile steht sie von ganz alleine und hat auch eine kräftige Farbe. Die werden übrigens jetzt auch, dazu sind wir schon übergegangen in der Thematik, mit etwas mehr Leitungswasser auch gegossen. Ist definitiv so, ne? Wenn man ab und zu mal nachmisst und merkt, dass der pH-Wert immer wieder runtergeht, dann muss man halt mal reagieren und dementsprechend mal einfach ein bisschen mehr Leitungswasser dazugeben, aber auch wieder nicht zu viel. Das muss man schon kontrollieren. Das ist halt so. Das kann man nicht Pi mal Daumen machen. Das geht nicht. So, wir hatten vor kurzem mal Blätter abgeschnitten. Na, was heißt vor kurzem? Ist schon länger her. Boah. Nee, ich kriege den jetzt nicht ab. Ist hier hinter noch einer? Nein, doch. Aber den kriege ich auch noch nicht ab. Nee, noch nicht so wirklich. Mal auf, ich lasse noch dran. Vielleicht mache ich das mal alleine. Weil irgendwann ist es an der Zeit, das mal abzumachen. Aber das geht noch nicht. Boah, das sind aber auch heftig feste Dinger geworden. Ja, so langsam geht's. Mal gucken. Jawohl, guck mal, geht doch. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, ne? So, dass da schön Luft unten dran kommt. Kriegen wir den auch noch ab hier. Oh. Oh, das ist schon krass, ne? Wie lange es dauert, bis so ein Blatt dann tatsächlich mal soweit ist, dass es abgemacht werden kann, weil es sieht A nicht schön aus und zum anderen unter Umständen kann sich da auch mal Schimmel drunter entwickeln, wenn das zu lange einfach dran bleibt. Denn wenn es schon vergangen ist, ne, und dann ja, Feuchtigkeit zieht, das wäre dann nicht so gut. So, ich glaube, das war es jetzt soweit. Jawohl, das ist okay. Rest lassen wir. So, das lassen wir auch erstmal. Und so wird der Stamm nicht, ne? Der Trieb immer höher und der wird ja tatsächlich auch dicker und immer stabiler. Also es ist echt eine richtig Wahnsinnsrakete, oder die Waldfee. So, siehst du wohl. Oh, und doch ein kleines bisschen was gemacht. Was wäre jetzt noch wichtig, interessant? Die Thai macht gerade ein neues Blättchen hier. Das hat aber noch keinen Schlitz, nein, aber eine schöne Panaschierung. Das ist ja unsere alte Mutterpflanze, die wir mal radikal geschnitten hatten, einfach um zu gucken, ob man sie dann wieder zugange kriegt. Also ich wüsste nicht, dass ich sie mal gedüngt habe, wenn dann mal ganz schwach. Und sie bekommt auch nur ganz wenig Wasser, weil sie halt einen großen Pott hat. Und wenn das Substrat feucht ist, ist es feucht. Also da sollte kein Wasser drin stehen unten bei so einer Geschichte, ne? Denn die verbraucht kaum was. Da muss man echt aufpassen dann. Sodale, die Monstera Deliciosa hat wieder mal ein neues, schönes Blatt. Ich glaube, das letzte Mal habe ich sie gezeigt, da war es gerade dabei, so rauszukommen. Ne? Und so sieht es heute aus. Also wir können wieder ein neues Blatt abmachen. Übrigens, man kann die Blätter bewurzeln unter Umständen, aber die machen keine Pflanze daraus. Ne? Also das geht nicht. Und die Blätter, die, auch wenn sie bewurzeln, irgendwann gehen sie kaputt, weil die Pflanze zieht die ganze Kraft aus den Blättern ins Wachstum, Wurzelwachstum und so. Und irgendwann ist die Energie raus und werden die auch gelb. Also die kannst du nicht für ewig, aber doch für sehr lange Zeit tatsächlich in der Vase auch halten. Das funktioniert also auch. So, das haben wir auch. Was war jetzt hier noch? Hör mal auf. Die Monsteras. Die Albo Variegata. Die hat ja hier bei uns angefangen, keine Schlitze mehr zu machen. Ne? So haben wir sie bekommen. Von der lieben Kirsten. So, ne, richtig schick. Und dann war bei uns das erste Blatt hier. Moment, nee, das erste war das hier. Genau, das war noch geschlitzt. Das dann nicht mehr. Das auch nicht mehr. Und das ist jetzt das neue Blatt. Und auch hier ist noch kein Schlitz. Ich lasse sie aber jetzt erst noch so wachsen. Ich werde ihr noch keinen Rankstab geben, weil ich die Geschichte auch noch ein bisschen beobachten will. Ne? Ja, ist so. Beobachten ist für mich immer ganz wichtig und vor allen Dingen auch interessant. Hier Thai Constellation oder Kopfstecki im Lavamulch macht sich nach wie vor richtig klasse, muss ich sagen. Zickt in keinster Weise rum. Fantastisch. So, ich glaube, jetzt habe ich das, was ich zeigen wollte. Warte mal. Eins haben wir noch. Oh ja, warte mal. Und zwar, da müsste ich auch eigentlich mal checken, was Sache ist hier. So, was wollte ich jetzt gesagt haben? Jetzt ist es wieder weg. Ich sage dir. Achso, da steht übrigens das Glas mit der Monstera Deliciosa. Das ist jetzt das letzte Blatt, was herausgewachsen ist. Das Glas lasse ich jetzt auch da stehen. Und die darf ruhig hier an die Wand. Ne? Und wenn sie sich festhält, ist okay. Wäre ja ganz schön. Ich meine, das hat ja oben in der Aquabotanik auch funktioniert. Da ist ja dieses Riesenmonster.
So, was wollte ich denn jetzt? Ach so, ja, genau, die Palme, das war das. Mal eben Stativ an die Seite stellen. Die Palme, pass mal auf. Da muss er übrigens aufpassen, dass sie nicht trocken wird. Das ist nämlich dann gar nicht gut. Aber ich sehe auch, die hat auch so ein bisschen ja, Mangelerscheinung tatsächlich. Oder habe ich sie jetzt schon mal trocken werden lassen? Upsi, wupsi, bum. Ja, das kann schon mal passieren. Aber okay, sie macht jetzt gerade hier ein neues Blatt. Die werden auch mal größer, die Dinger. Ich bin mal gespannt, wo die Reise noch hingeht. So, aber was interessant ist bei der ganzen Geschichte ist hier, Moment, einmal rumgehen hier, ist ja, der untere Bereich. Wir hatten ja schon mal gesehen, dass hier ein Trieb herauswächst. Ne? Und da bin ich echt mal gespannt, wann der anfängt, Wurzeln auszubilden. Das wird irgendwann passieren, denke ich mal, dass er hier dann einwurzelt. Und das ist das erste Blatt hier. Das sieht aus wie bei einer Kokosnuss. Ne? Und das ist jetzt das zweite Blatt. Das kommt jetzt. Diese Stange hier. Und ich hatte irgendwo da, guck mal, da kommt noch ein Trieb jetzt hinterher gewachsen. Also ist schon lustig, ne, wie die sich entwickelt. Wie heißt sie noch hier? Diese Stachelpalme. Boah, die ist aber echt, das ist heftig. Das ist also richtig gefährlich, dass das piekst, ne. Die geben auch nicht nach. Die haben richtig, sind richtig hart. Da musst du echt aufpassen, sonst tust du dir verdammt weh. Wie heißt die Palme jetzt noch, weißt du's? Ich sage dir, du. Ja, nee, Dattelpalme ist er nicht. Das ist die. Jetzt komme ich nicht drauf, du. Glaubst du wohl? Ja, okay. Kommt gleich bestimmt wieder. Hoffe ich zumindest. Salak. Jawohl, der Salak ist das, richtig. So war das, genau. Salak. Die Salak-Palme. Ja, nee, aber das ist hier nicht so gut. Ne? Da ist schon. Ach, muss ich doch mal checken. Aber okay, die verbraucht doch wirklich sehr viel Wasser. Und da kann es durchaus sein, dass es mir mal passiert ist. Aber okay, trotzdem werde ich hier mal checken. Aber ja, das machen wir heute nicht, sondern machen wir in einem der nächsten, ja, wie sagst du mal so schön, Arbeitsfilme in dem Sinne. Arbeitsfilme, genau. So, unser Carpock hier, also der ist nach wie vor genial, ne? Richtig klasse. Dürfte ich auch bald mal wieder zurückschneiden. Das Monster. Hier in seinem kleinen Töpfchen nach wie vor. Ne? Sollen wir mal rausnehmen? Ne, eigentlich nicht. Ne, weil sonst kriegen wir gleich wieder nie rein. Ich warte mal, ich ziehe mal mit Gestell hier raus. So, wenigstens vielleicht mal reingucken können hier. Also Wasser hat er auf jeden Fall genug jetzt. Wurzeln hat er auch genug. Boah, ist alles noch okay. Hier steht der Topf drin. Ne? Das ist schon eine grandiose Sache. Also, ja. Ne? Das sind ja drei. Einmal so kleiner, aber der geht ja zu langsam dahin. Und dann die beiden dicken hier. Das ist schon eine klasse Sache. Dass das überhaupt funktioniert. So, hier haben wir Wasserkultur, da kann man jetzt nicht viel sehen. Muss ich auch mal checken langsam. Wächst hier lang immer Tisch. Die Monkey Leaf, die Monstera, Adansonii, Monkey Leaf, ja. Aber die gibt es auch immer so als klein zu kaufen jetzt, ne? Bei Baumärkten oder so, in so kleinen Pöttchen. Ne? Da hast du so, keine Ahnung, 4-5 Blättchen, so klitzekleine. Und das sieht ganz toll aus. So, wie sieht es hier aus? Sternfrucht. Alles okay noch. Muss ich auch mal checken. Hier wächst jetzt der Haupttrieb nach oben wieder. Ja. Einmal hier. Das sieht auch so dunkel aus. Denkst du, oh mein Gott, was ist das für eine Suppe? Oh. Holen wir mal raus. Ja, ich glaube, das Wasser sieht gut aus. Clean, ne? Aber der Rand ist tatsächlich kräftig grün. Ja, ich glaube, hier müssen wir aber auch mal checken. Das sieht nicht mehr ganz so gut aus, muss ich sagen. Ja, von Zeit zu Zeit sollte man mal Wasser wechseln, ne? Aber mir stehen Sachen rum, um dann eben auch mal zu sehen, was dann passiert, wenn der nicht, ne? So, hier ist ein schönes altes Blatt. Das sieht auch toll aus. Schön golden. Goldbraun gebacken. Ja, ist so, machst du nix, ne? So, das werden wir dann abnehmen, wenn das abtrocknet hier. Solange lasse ich das hängen. Ja, hier haben wir noch Juwelorchideen. Die fängt jetzt auch an zu blühen bald hier. So, tja, das war's dann eigentlich jetzt soweit. Denke ich mal. Ich guck noch mal ganz kurz. Uah, es fliegt mir hier alles um die Ohren. Ach so, warte mal, der Baum da. Das ist eine Kastanie. Eine Esskastanie. Und zwar hatte die Mehltau. Hatte ich das schon erzählt? Oh, der Akku ist gleich alle. Pass mal auf, wenn der Akku gleich alles ist, ist der Film zu Ende. Weißt Bescheid, ne? Also kann es nicht mehr lange dauern. Ja, aber ich renne jetzt nicht extra noch mal los und hole einen Akku. Denn ich wollte einfach mit euch mal hier kurz spazieren gehen ein bisschen. Übrigens, die Palme macht sich auch prächtig. Ganz tolle Blätter. Ganz tolle Blätter. Hier kommt wieder Neues. So, wo waren wir? Achso, bei der Esskastanie. Die hat nämlich Mehltau.
Da ist noch ein Blatt hier. Da siehst du es. Kannst du das sehen? Ich sag mal, siehst du es. Da siehst du es vielleicht. Kann man das erkennen? So ein bisschen, ne? Da, so das hintere Blatt, das auch. Da, ne, ist Mehltau. Ich habe sie mit Blattlandspray eingesprüht, allerdings jetzt nur hier von der Seite so. Und das hat dann schon geholfen. Das war hier oben alles komplett weiß gewesen. Das ist halt so, der Baum an und für sich würde die Blätter verlieren. Ne? Und der weiß jetzt nicht, was er machen soll. Ist so. Das hatten wir schon mal bei einem Baum damals gehabt. Ich weiß gar nicht mehr bei welchem. Da ist mir das auch passiert. Komme ich noch drauf, bevor der Akku alle ist. Das war nämlich ein ganz besonderer Baum gewesen. Was war das denn? Eukalyptus, genau, der Eukalyptus. Dieser Regenbaum, Regenbogen-Eukalyptus, genau. Der hatte das Problem nämlich auch mal gehabt, dann plötzlich in einem Winter und wurde komplett weiß. Und das hat die Pflanze jetzt auch hier, also der Baum. Ne? Es ist nur so, im Normalfall würde er die Blätter abschmeißen. Die Kraft rausziehen, wenn es kalt wird, in die Knospen, in den Stamm und dann die Blätter abschmeißen. Das kann er jetzt nicht, weil es einfach zu warm noch für ihn ist. Ne? Also kann ich in die Ruhephase gehen. Und das scheint nicht der beste Vorteil zu sein für die Esskastanie. Aber okay, das ist ein Lernbaum hier und von daher lernen wir was damit. So, meine Lieben, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, Mittag oder was auch immer. Und wir sehen uns auf jeden Fall ganz bald wieder, auch hier im Dschungel.